Hallo und willkommen zu einem Video, in dem wir einen Blick auf Spielstände werfen werden. Wir haben ein paar Videos davon gemacht, wo ich einfach irgendwelche gebrauchten Pokémon-Spiele gekauft habe und wir gesehen haben, was sich darauf befindet. Und auch mal ein Video mit gebrauchten GameCube und PlayStation 2 Memory Cards, auf welchen sich größtenteils nichts befunden hat. Und das war ziemlich deprimierend. Dementsprechend habe ich 6 weitere GameCube Memory Cards gekauft und laut dem Seller sind auf den Spielständen, beziehungsweise er hat sie nicht gelöscht, wenn welche drauf waren und... Wir werden einfach mal sehen, was wir darauf alles finden werden, ob was Interessantes dabei ist. Ich persönlich hoffe auf einen Paper Mario Spielstand. Ich habe das Gefühl, das könnte eine Menge aussagen. Oder Pokémon XC oder Colosseum. Ich kann natürlich nicht alle Spiele durchgehen, weil ich besitze nicht alle GameCube-Spiele, aber ich denke, ich sollte genug relevante Spiele besitzen, damit wir uns einen hoffentlich akzeptablen Einblick bilden können. Einblick bilden ist richtig gesagt, richtig? Ja, yeah, ja. Yeah. Beginnen wir mit einem... Mir seine runter. Vergiss nie, die Memory Card zu pusten, sonst werdet ihr es bereuen. Also, was hat Nummer 1 für uns auf Lager? Sie ist leer. Okay, das ist soweit nicht überraschend. Nummer 2. Oh Gott, hoffentlich ist da was drauf. Wieder nicht? Oh nein. Aber er meinte explizit, dass da noch Spielstände drauf sein könnten. Wo sind die Spielstände? Ich habe 60 Euro oder so für die Memory Cards ausgegeben. Egal, wir haben noch 3. Das heißt, vielleicht. Oh Gott. Die wurde bisher generell noch nicht erkannt. Das heißt, es ist noch alles möglich. Nein! Das ist die vorletzte. Nein! Glücklicherweise habe ich daran gedacht, mir neben 6 GameCube Memory Cards auch noch 6 PS2 Memory Cards zu kaufen, auf dem bestimmt was drauf sein wird. Da ist die PS2. Browser. Komm schon. Memory Card. Oh! Nummer 2! Ah. Nummer 3! Vorletzte! Ich meine, ich wundere mich, ob auf der letzten was drauf ist. Hey! Spielstände! Oh, darauf habe ich gewartet. Keine Ahnung, was das ist. Das habe ich nicht. Habe ich nicht. Keine Ahnung. Nein. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Aber nein. Keine Ahnung. Nein, nein. Das habe ich. Wir haben den San Andreas Spielstand. Das ist alles, was bei rauskam. 12 Memory Cards und das ist alles, was uns bleibt. Werf einen Blick auf sein San Andreas Spielstand. Wisst ihr was? Das ist okay. San Andreas ist nämlich ein interessantes Spiel dafür, um zu sehen, was jemand hat. Es gibt all die Garagen und all die verschiedenen Dinge. Das heißt, es hätte schlechter laufen können, okay? Es hätte schlechter laufen können. Nein. 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 Spielladen. Spielstand nicht vorhanden. Später nicht vorhanden! Ich habe auch keinen Sound. Ich muss hier irgendwie ein Menü umstellen. Oh, das ist alles so deprimierend gerade. Das ist so deprimierend. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist... Das ist der ultimative Super-GAU. Ich meine... Das war fürchterlich. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Es war einfach... 12 Memory Cards habe ich gekauft. 12 Stück und ich dachte, wir sollten irgendwas bekommen und dann ist es einfach nichts. Ich denke, beim nächsten Mal werde ich wieder irgendwelche Spiele kaufen, auf denen Spielstände sind und nicht mehr Memory Cards, denn das ist... Memory Cards zu kaufen ist fürchterlich. Ich meine, ich habe so viele gekauft und so viele waren einfach schon gewiped. Es ist schade. Ich wollte nur einen Paper Mario 2 Spielstand haben.
Was bekamen wir? Nichts.